Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 546. Zwar relativ spät heute, dafür mit einigem an Themen der Bandbreite. Und wir starten direkt mit was, wie ich finde, Positivem. Denn der Widerstand in der Bevölkerung, der wächst so ein bisschen. Ihr habt das ja nun auch von den vergangenen Demonstrationen hier in Berlin gesehen. Es waren ja jede Woche, zumindest seit den 3 Wochen, in denen ich mir das angeschaut habe, es waren jede Woche mehr Leute, was ich persönlich begrüße, aber das darf natürlich jeder sehen, wie er möchte. Ihr wisst ja, dass ich kein Fan von unseren lieben hobby-diktatorischen Maßnahmen hier in Deutschland bin. Aber wer nun denkt, nur in Berlin gehen die Leute auf die Straße, der irrt gewaltig. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass sich auch deutschlandweit vergangenen Samstag und auch in den Wochen davor schon kleinere, teilweise bis zu einige 100 Personen große Demonstrationen formiert haben. Es gab den YouTube-Kanal Stefan Bauer, der hat da relativ gut technisch gemacht, immer hin und her geschaltet und gezeigt, was wo genau los ist. Also im Prinzip ist das ja mittlerweile schon im ganzen Land verbreitet, glücklicherweise. Und es wird zunehmend mehr und mittlerweile schwappt das auch auf unser Nachbarland Polen über, denn die Grenzen sind ja noch dicht. Aktuell kommt man weder von Polen nach Deutschland noch umgekehrt. Das betrifft auch Arbeitnehmer bzw. Berufspendler, die nun seit Wochen nicht zu ihren Arbeitsstellen kommen, die de facto kein Geld mehr verdienen dürfen, aus politisch motivierten Gründen, weil die Länder gegenseitig niemanden einreisen lassen wollen. Mittlerweile wird regelmäßig auf beiden Seiten der polnischen Grenze demonstriert. Sachsen fordert schon relativ lange, dass auch die Pendler gefälligst durchzulassen haben. Mittlerweile schließt sich auch Brandenburg an. Auch in Berlin gibt es zahlreiche Pendler, die eigentlich rüber müssen. Und wer nun denkt, dass nur in Deutschland demonstriert wird, der irrt gewaltig. Denn beispielsweise gab es laut, oh Gott, ich glaube, ich habe es im Fokus gelesen, nee, in der Berliner Zeitung gelesen, gestern gab es mehrere Demonstrationen mit teilweise 200 bis 300 Personen, die an der Grenze standen, beidseitig, in Polen und in Deutschland, und gefordert haben, dass die Grenzen doch wieder geöffnet werden müssen. Die polnische Regierung will da nun in den nächsten Tagen drüber entscheiden, die wollen sich da beraten. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt, denn man kriegt es ja zumindest am Rande ein bisschen bei uns in den Medien mit, in Osteuropa scheint sich was zu tun. In Tschechien hat ein Gericht bzw. deren oberstes Gericht sämtliche Ausgangsbeschränkungen gekippt. Die haben keine Gültigkeit mehr, die mussten mit sofortiger Wirkung Freitagmorgen aufgehoben werden. Und das wird mit Sicherheit nicht die letzte Gerichtsentscheidung sein, die einen für die Bevölkerung positiven Beschluss fasst. Denn wenn einer anfängt, dann ziehen die anderen nach. Das sieht man in Berlin bei den Leuten, die auf die Straße gehen. Erst waren es wenige hundert, dann waren es 1000, jetzt waren es bereits über 1000. Und das lässt sich meiner Meinung nach auch ganz gut auf die anderen Staaten übertragen. Denn das war beim Sperren, beim Beschränken des öffentlichen Lebens ja auch so. Einer hat angefangen, Paranoia zu schieben. In dem Fall war China, das hat dann übergeschwappt und das hat sich dann so ein bisschen als Kettenreaktion verbreitet. Die einen haben gesehen, oh scheiße, die machen ja da irgendwas, die sperren ihre Leute ein. Dann ist egal, ob es da einen Grund für gibt, wir müssen das ja auch machen. So wurde das ja gemacht. Und nun könnten wir mit etwas Glück die gegenteilige Entwicklung haben, denn auch in Deutschland gibt es immer mehr Gerichtsverfahren, die diverse Verordnungen kippen. Das hatten wir schon für Hamburg besprochen. In Hamburg ist es als nicht rechtmäßig erklärt worden, große Geschäfte über 800 Quadratmeter nicht öffnen zu dürfen. Das musste entsprechend behoben werden und nun hat auch Bayern nachgezogen. Denn das höchste bayerische Verwaltungsgericht hat ebenfalls bestätigt bzw. es als verfassungswidrig angesehen, dass Geschäfte über 800 Quadratmetern Ladenflächen nicht öffnen dürfen. Ist ja auch klar, ist eine absolute Ungleichbehandlung. Und auch in Bayern ist es nun so, dass größere Geschäfte mit sofortiger Wirkung öffnen dürfen. Allerdings ist es daher genauso lächerlich wie, ich glaube in Hamburg haben sie das auch so gemacht, die größeren Läden müssen ihre Fläche auf 800 Quadratmetern begrenzen. Also es ist ziemlich lächerlich, je mehr Platz ist, desto besser verläuft sich irgendwas. Kommt natürlich darauf an, in welche Abteilung die Leute wollen, aber ich glaube, ihr kriegt das schon mit. Da, wo mehr Platz ist, kann man sich besser aus dem Weg gehen. Aber nun sind die Händler dazu angehalten, die Lädenbetreiber dazu angehalten, ihre Ladenfläche doch auf 800 Quadratmeter zu beschränken. Was für ein Blödsinn. Aber okay, es ist ein Tropfen in die richtige Richtung oder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und möglicherweise werden die Gerichte jetzt auch ein bisschen in Anführungszeichen mutiger und treffen eventuell sogar mal wieder Entscheidungen bzw. fassen Themen an, die den Menschen in dem Land zugutekommen. Denn da hatte der Olli letztens was ganz Spannendes dazu gesagt. Ich weiß leider nicht mehr, um welche Gerichtsentscheidung es da ging. Da wurde auch was geprüft vor einem sehr, sehr hohen Gericht in Deutschland. Das Gericht hat festgestellt, ja, diese Verordnung, die ist verfassungswidrig. Die
ist so mit nichts irgendwie juristisch zu halten. Aber wir machen ausnahmsweise nichts dagegen, weil Zombie-Apokalypse. Ich weiß leider den Kontext nicht. Man müsste mal beim Olli vorbeischauen. Der hat das ziemlich eindrucksvoll erklärt, aber das war, glaube ich, gestern. Da dachte ich allerdings, heilige Scheiße, da entscheidet ein Gericht, dass eine Verordnung verfassungswidrig ist, gegen Bundesgesetz geht, eine Landesverordnung. Und das Gericht denkt sich, war auch in Bayern, ja, mein Gott, scheiß drauf, wir übersehen das einfach mal. Das hat nicht mehr sonderlich viel mit einem Rechtsstaat zu tun, aber kann man ja mal machen. So, wir haben heute noch ganz viele andere Themen. Zuerst was eher Bedenkliches, denn dass wir auf eine Wirtschaftskrise zuschlittern, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Das hat irgendwie mittlerweile doch schon die Runde gemacht. Naja, was heißt traurigerweise, es ist gut, dass die Leute langsam mitbekommen, ey, da läuft was schief. Aber es ist natürlich eine ziemlich bedenkliche Situation, weil da Millionen von Arbeitsplätzen dranhängen, beziehungsweise Millionen Menschen sehenden Auges in die Armut gestürzt werden. Von unseren lieben Politikern in erster Linie. Nun betrifft das aber zunehmend auch Branchen, die man bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Denn beispielsweise das Baugewerbe, die gesamte Baubranche, meldet an, dass die Auftragszahlen einbrechen. Ist jetzt nicht so verwunderlich. Was sollen die Leute noch bauen, wenn sie nicht wissen, ob sie nächste Woche ihren Job noch haben? Kann man also relativ logisch begründen. Das hatte man bisher aber noch gar nicht so wirklich ins Auge gefasst, denn im Januar stand unsere Baubranche in Deutschland noch sehr, sehr gut da. Es war wohl tatsächlich so, dass es noch keinen Januar gab, der so gut ausgelastet war, auftragsmäßig, wie in diesem Jahr. Klar, wenn man sich in Berlin umschaut, wird an allen Ecken und Enden gebaut. Ich habe es von Freunden mitbekommen, dass es schon seit Jahren schwierig ist, noch Handwerker zu finden. Beziehungsweise Firmen, die irgendwie Trockenbauarbeiten machen können, irgendwelche Dacharbeiten, Klempnergeschichten, alles, was irgendwie am Haus gemacht werden muss. Da findet man teilweise kaum noch Firmen. Seit Jahren schon, weil die alle ausgebucht sind. Teilweise kommen die Firmen aus Polen, was ja nun momentan nicht ging, aber teilweise kommen wirklich Firmen aus Polen, die noch Kapazitäten frei haben, weil alle anderen, ja, die haben eben ihre Auftragsbücher voll. Und das ist an sich positiv. Und das ändert sich gerade. Jetzt sieht es so aus, dass in der Baubranche gewandt wird. Das ist, wenn es so weitergeht, in den nächsten Monaten dann auch in dem Bereich eng werden könnte, weil sie eben keine Aufträge mehr zusammenbekommen. Und das wiederum fällt natürlich sämtlichen Zulieferern auf die Füße, beziehungsweise betrifft alle Firmen, die irgendwie verkettet sind mit dem Baugewerbe. Das sind irgendwelche Materialhersteller, das sind irgendwelche Lieferanten, die dann auf unter Umständen vielleicht sogar schon bestellten Materialien sitzen bleiben, die nicht abgenommen werden könnten, weil der Bauherr bzw. die Baufirma dann in nächster Instanz pleite geht. Und das wird wie eine Welle so noch weiter schwappen und greift mittlerweile auch auf den Handwerksbereich über. Denn nicht nur die Baubranche wandt, auch der Handwerksverband hat angemerkt, wenn das so weitergeht, dann gehen auch bei uns reihenweise die Firmen pleite. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch da schon persönlich betroffen ist. Ich habe sicher auch einige Handwerker, die gerade zuschauen. Ihr könnt gern, wenn ihr es offenlegen wollt, mal mitteilen, wie es bei euch gerade aussieht. Aber es gibt nun auch noch eine ganz, ganz andere Sorge aus dem Handwerksbereich, die ja auch noch nicht wirklich thematisiert wurde. Denn momentan wissen sie noch gar nicht, wie das mit der Nachwuchsproblematik geregelt werden soll. Wenn die Firmen denn überleben sollten, wie auch immer das aussehen soll, dann stellt sich sehr, sehr kurzfristig bald das Problem, dass es an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern fehlt. Denn die Älteren gehen ja nun bald auch in Rente. Wir haben ja jetzt schon einen relativ hohen Altersdurchschnitt im Handwerk, weil weniger Leute das machen wollen. Und es ist noch gar nicht klar, wie nun ausgebildet werden soll. Auch hier bitten die Handwerksbetriebe um Hilfe. Ich habe da einen spannenden Artikel im Fokus war es gelesen. Aber auch das sind alles Dinge, die sollten öffentlich in der Öffentlichkeit viel präsenter werden. Denn klar, das klingt jetzt erstmal ganz banal, wenn eben weniger Bauaufträge sind, dann ist das halt so, denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Aber dabei wird ganz gern vergessen, dass das natürlich alles riesengroße Arbeitgeber sind. Die wiederum dafür sorgen, dass andere Menschen arbeiten können und dadurch Millionen von Arbeitsplätzen allein in Deutschland schaffen. Nicht direkt alle, die auf dem Bau arbeiten, sondern alles, was rundherum irgendwo mit dranhängt. Ich bin echt gespannt, wie es damit weitergeht. Es werden nun Hilfen statt Kredite gefordert, Soforthilfen statt Kredite. Denn momentan ist unsere liebe Politik noch auf dem Trichter unterwegs, dass sich die Firmen doch bitte alle verschulden sollen. Man kann ja Kredite bei der KfW und so weiter aufnehmen und ja, wie sie aus den Schulden jemals wieder rauskommen sollen, das weiß bisher auch noch keiner so richtig. So eine tatsächliche Hilfe, beispielsweise Steuererleichterungen, die kommen jetzt ganz langsam mal so ins Gespräch, aber eigentlich will das auch keiner so wirklich machen. Trotzdem kommt es zumindest am Rande an, dass es mit Krediten nicht funktioniert.
Und das sehen wir ja nicht nur im Wirtschaftsbereich, das sehen wir ja auch im, in Anführungszeichen, privaten Bereich. Denn wir haben ja nun diese tolle Maßnahme in Berlin, diesen tollen Beschluss, wo sich alle für feiern und gegenseitig auf die Schultern klopfen, dass jetzt die nächsten Monate, keiner aus seiner Wohnung fliegen kann, dass keine Wohnungen geräumt werden dürfen. Da rühmen sie sich damit, was für Wohltäter sie doch sind. Dass Leute, die jetzt gerade Mietschulden anhäufen, weil sie nicht mehr zahlen können, bis, ich glaube, Oktober nicht mehr rausgeworfen werden dürfen. Ja, geil. Und was ist dann, wenn sie fünfstellige Mietschulden angehäuft haben und im Winter immer noch nicht zahlen können? Sitzen sie dann halt auf der Straße? Macht es das jetzt besser? Also ihr merkt, das ist wieder dieser reine Aktionismus, dieses reine, ich muss mich irgendwie selber besser darstellen. Ich kann ja sagen, ich habe was gemacht und nach mir die Sintflut. Genau das macht unsere Berliner Politik gerade. Da verkauft man sich als Held, weil es darf ja gerade keiner gekündigt werden. Ja, mein Gott, das löst das Problem noch nicht. Das verschiebt das Problem nur und verstärkt es noch, weil der Schuldenberg immer höher wird. Und wenn man den Leuten dann Kredite als Lösung anbieten will, dann ist das ist nichts anderes als moderne Sklaverei. Denn die Leute, die sich beim Staat, bei irgendwelchen staatlichen Institutionen, Staatskredite, was weiß ich, die KfW ist hier, glaube ich, auch irgendwie verbandelt mit der Bundesregierung. Fragt mich nicht, wie genau das funktioniert da. Aber wer sich bei einer mutmaßlich staatlichen Stelle verschuldet, ja, der arbeitet dann im schlimmsten Fall jahrelang nur noch, um diese Schulden wieder abzubauen. Und das kann es doch so nicht sein. Aber auch das wird immer noch nicht ausreichend kritisiert in unserer lieben Medienlandschaft. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die halt ziemlich interessant sind. Wir müssen heute auch noch einen, wie ich finde, sehr guten Artikel lesen. Denn wir hatten uns ja nun gestern die Lobpreisungen auf die liebe Merkel angeguckt und diesen absolut wirren Maskenwerbungsartikel mit den Virenkriegern in der Berliner Zeitung, wo ich echt dachte, die hat doch irgendwas eingeworfen, die alte Kuh. Ich will sie nicht beleidigen, so wirkte es auf mich. Und ich hatte euch eigentlich gestern noch gesagt, wir wollen uns den dritten Artikel auch noch anschauen. Der geht ein bisschen kritischer ran. Faszinierenderweise ausgerechnet in der Bild-Zeitung, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich jemals mit euch gemeinsam die Bild-Zeitung lese, aber gut, ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, ganz platt gesagt. Vorher müssen wir uns aber noch über ein bisschen mehr Politik von unserer lieben CDU unterhalten. Denn da hat Frau Kramp-Karrenbauer wieder einen rausgehauen. Ihr wisst schon, die jetzt vor kurzem erst, oh Gott, F-18-Kampfjets gekauft hat. Wie viele davon? 12 Stück? 24 Stück? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall die Kramp-Karrenbauer erst bei Boeing Kampfjets eingekauft. Ich weiß jetzt nicht, wo sie das Geld dafür her hat, aber gut, man kann es jetzt damit rechtfertigen, dass der Deal mit Sicherheit vorher schon stand. Sei ihr ja auch gegönnt, ihre Flugzeuge. Aber jetzt mischt sie sich auch so ein bisschen in die Innenpolitik ein, was eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist, aber naja, sie hat vielleicht auch irgendwann mal Kanzlerambitionen, dann muss sie sich natürlich ebenfalls zu Wort melden. Denn sie hat mitgeteilt, wann es ihrer Meinung nach Lockerungen geben darf. Da streiten sich ja gerade eh alle drum. Jeder überbietet sich mit einem möglichst weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt, wo dann ja vielleicht mal wieder offiziell gegrillt werden darf mit mehr als zwei Leuten oder so, jetzt ganz platt gesagt. Aber die überbieten sich gerade alle gegenseitig mit irgendwelchen strengen Verordnungen, weil das leider öffentlichkeitswirksam ganz gut ankommt. Fragt mich nicht warum, die Leute finden es irgendwie geil, unterdrückt zu werden. Die Leute finden es geil, bevormundet zu werden, denn sonst hätte sich unsere liebe Politik schon lange wieder gedreht. Dann hätten sie einen 180-Grad-Strategiewechsel hingelegt und würden wahrscheinlich darum zittern, überhaupt noch auf 20% zu kommen jetzt von Seiten der CDU. Aber sie stehen kurz vor der 40%-Marke. Ich weiß nicht, wo die Umfrage geführt wurde. Vielleicht im Konrad-Adenauer-Haus, da mag das so sein. Aber die sind momentan in einer sehr sicheren Position, was, wie gesagt, laut diversen Umfragen, die man wahrscheinlich nur noch glauben soll, wenn man sie selber gefälscht hat, weil sie angeblich hohen Zuspruch genießen. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich noch daran, dass wir ursprünglich mal darüber diskutiert haben, zumindest die liebe CDU, dass man über Lockerungen der Maßnahmen nachdenken darf, wenn die Verdopplung der Fallzahlen 10 Tage beträgt. Also wenn es 10 Tage dauert, bis es doppelt so viele Fallzahlen wie in diesem einen Moment gibt. Das war so der erste Faktor, den man als Messlatte genommen hat. Das wurde groß publiziert. Wenn wir 10 Tage brauchen, bis sich's verdoppelt, dann können wir über Lockerungen nachdenken. So, nun haben wir die 10 Tage lange erreicht. Erst waren es 14 Tage, mittlerweile laut Fokus 55 Tage. Also absolut, naja, da ist nicht mehr viel vorhanden, was man da noch irgendwie als Bedrohung her diskutieren könnte. Aber seit sie mitbekommen haben, scheiße, die Verdopplungszeit, die ist jetzt bei
10, 20, 30, 40, 50, 100 Tagen. Seitdem sind sie auf diesen Reproduktionsfaktor umgeswitcht. Erinnert ihr euch? Da hieß es dann plötzlich, der Reproduktionsfaktor muss bei unter 1 liegen. Also eine Person darf maximal eine andere Person anstecken. So, das hat man mittlerweile auch wieder fallen gelassen, denn anscheinend ist aufgefallen, oh Mist, das Robert-Koch-Institut hat ja nun die Grafik rausgehauen, dass die Reproduktionszahl schon vor dem Lockdown bei 0,9 lag, das heißt bei unter 1. Und man wollte bei unter 1 über Maßnahmen nachdenken, über Lockerungen nachdenken. Scheiße. Und nun kommt Frau Kramp-Karrenbauer und legt ihren allerneuesten Maßstab an. Denn nun ist sie ja auf dem Trip unterwegs, dass man ja erst über Lockerungen nachdenken darf, wenn es nur noch 1000 Neuinfizierte gibt. Also aktuell sind das wohl um die 2000 pro Tag, plus minus. Das schwankt natürlich. Es kommt auch darauf an, wie viel getestet wird. Na klar, wenn man mehr testet, findet man mehr. Das heißt aber nicht, dass die krank sind. Aber anscheinend hat nun die Verdopplungsdauer versagt. Die Reproduktionszahl hat versagt, um damit irgendwelche katastrophalen Grundrechtsverletzungen zu erklären, zu entschuldigen, zu irgendwie zu legitimieren, drücken wir das mal so aus. Und jetzt stellt sich die Kramp-Karrenbauer hin und sagt, nur wenn maximal 1000 Leute pro Tag positiv getestet werden, dann können wir über Lockerung vielleicht mal nachdenken, aber auch nur vielleicht. Interessant, oder? Ich bin gespannt, was als nächstes als Maßstab angelegt wird, beziehungsweise als Kriterium. Denn als das ganz ursprünglich mal angefangen hat, da haben wir uns damals ziemlich drüber lustig gemacht, so im Februar, Da hat man drauf abgezielt, beziehungsweise da hat man das mit der Inkubationszeit versucht. Da hat man erst gesagt, naja, 3 Tage Inkubationszeit, dann waren es plötzlich 5 Tage, 7 Tage, irgendwann waren 10 Tage. Das haben sie hochgetrieben bis über 20 Tage, die Inkubationszeit angeblich dauern kann, um Angst irgendwie aufzubauen oder so. Da haben sie wirklich rausgehauen, mittlerweile redet das Robert-Koch-Institut von 3 bis 6 Tagen wieder, aber man hat wirklich rausgehauen, dass Leute ja bis zu 24 Tage, war glaube ich das Höchste, was ich damals noch gelesen habe, dass die ja so lange infiziert sein können, ohne es zu merken. Ich habe ja damals schon spekuliert, naja, kommen sie jetzt bald mit einer Inkubationszeit von 6 Monaten an, damit sie die Panikwelle möglichst lange aufrechterhalten können. Haben sie nicht gemacht, sind umgeschwenkt auf irgendwelche Reproduktionszahlen und so weiter. Aber fällt denn unseren lieben Journalisten und vor allem Zeitungslesern nicht auf, dass ständig nach einem anderen Stöckchen gegriffen wird? Ständig sucht man einen anderen Strohhalm, an dem man sich hochzieht, weil die eigentlich zugrunde liegende Argumentation für den Arsch ist, was nicht mehr funktioniert. Also das muss doch dem dümmsten Deppen in dem Land auch auffallen. Erst sagen sie das, dann plötzlich hat man das Ziel X erreicht, dann ist Ziel X wieder unwichtig, dann sucht man sich Ziel Y und das macht man so lange, bis irgendwann gar nichts mehr da ist, was man auch irgendwie Deppen verkaufen könnte. Also ich weiß nicht genau, wieso die seit Wochen mit diesem Mist durchkommen. Erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich krass, dass es immer noch gehypt wird. Denn ihr wisst ja, wir haben uns gestern den Merkel-Lobpreisungsartikel durchgelesen. Ihr besonnenes Handeln. Ja, was machten die damit? Dreht alle paar Tage ihre Fahne im Wind. Aber bevor wir jetzt gleich zu dem, in Anführungszeichen, guten Artikel kommen, gibt es noch was anderes, was mir momentan massiv auffällt. Haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Denn nun findet ja Masken-PR auf allen Kanälen statt. Fokus hat von einer PR-Kampagne, anders will ich es nicht nennen, berichtet, wo nun diverse Z-Prominente, wenn man das so bezeichnen möchte, in die Breschen springen und euch Masken schmackhaft machen wollen. So rum. Die wollen euch erklären, warum ihr gefälligst alle mit so einem Gesichtskondom rumzulaufen habt. Und dafür haben sie nun eine Instagram-Kampagne gestartet mit einem Hashtag Augenlächeln, wo sich irgendwelche Leute, von denen ich persönlich noch nie irgendwas gehört habe, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich gucke halt keinen Fernsehen, ich gucke keine Trash-Formate, ich habe die Namen halt irgendwie noch nie mitbekommen, bis auf vorhin, aber wo sich diese Leute mit einem Gesichtskondom ablichten lassen und euch erzählen, wie solidarisch und toll das doch alles ist. Und da gibt es tatsächlich solche Vollpfosten, die sich da im Bett mit ablichten, so richtig schön verdreht und halt nackt und so und meinen, ich gehe mit meiner Maske ins Bett. Ja, ich will gar nicht wissen, was die Dame mit diesem Ding macht, aber bitte sehr. Aber daran sieht man, wie affig das ist. Es gibt ja wirklich diverse Werbungen und irgendwie Kampagnen von irgendwelchen Firmen, die euch irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, die einfach nur peinlich sind. Also wirklich richtig platt dämlich. Leider zieht das bei vielen Leuten, die rennen dann los und kaufen den Mist. Und mittlerweile versucht man das tatsächlich schon auf, in Anführungszeichen, politischer Ebene. Und
gab jetzt irgendwelche Leute ran, irgendwelche Prominente, die, ich weiß nicht, ob es da irgendwie, ob sie da einen Deal mit irgendwelchen Firmen an Land gezogen haben, ob es da irgendwelche Finanzierungsgeschichten im Hintergrund gibt, das konnte ich jetzt da nicht entnehmen. Aber jetzt stellen die sich hin und sollen euch erklären, warum ihr gefälligst allem diesen Dingern rumzulatschen habt. Nun habe ich aber zumindest so am Rande mitbekommen, ich habe das leider nicht genauer verfolgt, dass es vor einigen Wochen schon mal eine auch Instagram-Kampagne gab von Bill Gates, wo es wohl darum ging, dass irgendwelche Promis, Fußballspieler und so weiter euch allen irgendwelche Impfungen schmackhaft machen sollten. Da gab es auch einen Instagram-Hashtag dafür, der ist nun aber ein bisschen schief gelaufen, jetzt witzig ausgedrückt. Denn da ist es wohl so passiert, ich habe den Hashtag dann später auch nochmal gesucht, ich habe mir fällt der Name leider nicht mehr ein, aber da schaut es nun so aus, dass wenn man diesen Hashtag bei Instagram sucht, nur noch Bilder mit Gib Gates keine Chance kommen. Also das ist so ein bisschen schief gegangen, finde ich auch klasse, es haben sich, oh Gott, tausende Instagrammer daran beteiligt, diesen PR-Feldzug für angeblich ach so tolle und ach so wichtige Impfungen so ein kleines bisschen umzudrehen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Hashtag das war. Wenn ihr das habt, gerne in die Kommentare. Aber ihr werdet sehen, es gibt unter diesem Tag eigentlich nur Postings mit Gib Gates keine Chance. Der aktuelle Hashtag heißt Augenlächeln, also wirklich mit Ä geschrieben. Das ist völlig banal, scheint auch eine reine deutsche Aktion zu sein. Aber auch hier wäre es doch ganz spannend, wenn man da möglicherweise sich ein bisschen lustig drüber machen würde oder so. Doch mit dann auch dem ein oder anderen Instagram-Trottel auffällt, ey, das ist irgendwie ein bisschen lächerlich, was da abgeht. Ich frage mich auch, warum die Leute es noch nicht, beziehungsweise die Leute, die das genauso wie ich lächerlich finden, die da überhaupt nichts von halten, warum die ihre Maulkörbe nicht wenigstens beschriften oder so, wenn sie es denn überhaupt aufsetzen, weil sie vielleicht wirklich Angst haben, dass sie Strafe zahlen müssen, warum die da nicht irgendwas draufschreiben, irgendwas, was unsere liebe Politik nicht hören will. Keine Schimpfwörter, nichts, was irgendwie strafrechtlich relevant ist, aber meinetwegen irgendwie Maulkorb oder so oder was euch eben einfällt, damit zumindest auf der Straße so ein bisschen klar ist, wenn ihr denn damit rumlaufen wollt, dass ihr damit nicht konform geht. Ich habe gerade in der Kommentarspalte den Hashtag gelesen, Solidarity Pledge, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich werde das nachher nochmal in die Infobox schreiben, wenn ich nicht vergesse, da könnt ihr euch das anschauen. Aber die Kampagne ist, wie gesagt, relativ alt, die jetzt übernommen wurde, diese Gates-Kampagne. Da postet keiner mehr so ganz, nicht mehr, da postet keiner mehr so richtig aktiv. So, es gibt noch ein paar andere Sachen, denn ich habe heute selber mal so ein bisschen rumgeschaut, wie es denn ausschaut. Denn seit heute gibt es nun auch in Berlin eine Maskenpflicht im ÖPNV. Ich bin heute noch nicht Bahn gefahren. Ich hatte da jetzt keine Lust drauf. Ich bin Auto gefahren, bin aber an mehreren Tramstationen vorbeigekommen und Bushaltestellen und habe einfach geguckt, was machen die Leute denn? Haben die so ein Gesichtskondom auf? Sehen die damit glücklich aus? Wie viele haben es nicht? Und so weiter und so fort. Ich werde mir das demnächst auch mal live im ÖPNV anschauen. Aber mir ist vorhin was ganz Spannendes aufgefallen. Denn es war tatsächlich so, dass einige diese Dinge aufhatten. Ja, das war relativ gemischt, zumindest auf der Strecke, die ich gesehen habe. Ich bin parallel zur Tramstation, zur Tramstrecke Auto gefahren. 30 große Baustelle, konnte da ein bisschen beobachten. Und ich habe ganz, ganz oft gesehen, dass erst wenn die Bahn anhält, die Leute dieses Ding aus der Tasche ziehen, aufdröseln, sich dann irgendwie um die Schnauze binden und dann, naja, regelkonform einsteigen. Nun haben wir uns aber darüber unterhalten, dass diese Masken, die ohnehin keinen Effekt haben, dieser selbstgebastelte Blödsinn, dass die auch eine Gefahr darstellen können. Das ist mittlerweile auch so ein bisschen in den öffentlichen Medien angekommen, denn die geben euch alle Tipps, wie ihr es denn handhaben müsst, damit ihr euch nicht aus Versehen an der Maske infiziert. Denn das Problem mit diesen Dingern ist natürlich, ihr pustet da den ganzen Tag rein. Eigentlich müssten die alle paar Stunden bei laut Drosten mindestens 70 Grad gewaschen werden. Also jetzt könnt ihr euch mal an einer Hand abzählen, wie viele Menschen in diesem Land alle paar Stunden ihre Waschmaschine anschmeißen, um dort einen einzelnen Stofflappen reinzupacken. Gretel wird's freuen, Energieeffizienz sieht auch anders aus. Aber laut Drosten braucht man mindestens 70 Grad, um diese Masken zu waschen. Oder aber 30 Minuten Backofen bei, oh Gott, ich habe mir die Temperatur extra aufgeschrieben. Nee, die Temperatur vom Backofen leider nicht. Aber sie müssen doch bei 80 Grad mindestens 30 Minuten in den Backofen oder bei 165 Grad gebügelt werden, damit diese Dinger für euch kein Sicherheitsrisiko sind. Ihr müsst die alle paar Stunden waschen, bügeln oder in den Backofen werfen. Ansonsten kann es sein, dass ihr euch an irgendwelchen teilweise zahlreichen anderen widerlichen Krankheitserregern irgendwas wegholt, weil ihr es natürlich die ganze Zeit vor der Nase kleben habt. Und jetzt gibt es noch was ganz Spannendes.
Denn nun gibt es auch die ersten Tipps, dass ihr es bloß nicht in die Tasche packen sollt. Denn da berühren sich ja dann die Innen- und die Außenseite. Also wenn ihr das zusammenknüllt, dann berührt ihr die äußere Seite, die innere Seite. Und dann kann es ja sein, dass da mal irgendwelche Keime von außen nach innen getragen werden oder umgedreht. Und dann habt ihr diese Keime, die ihr euch irgendwo eingesammelt habt, stundenlang vor der Nase hängen. Und dass es dann unter Umständen ansteckend ist, ja klar, das muss jetzt nicht die Zombie-Apokalypse sein. Da gibt es ja nun noch zahlreiche andere Viren und Bakterien und was weiß ich nicht alles auf dieser Welt. Aber genau das ist doch so der Alltag. Also das, was ich heute gesehen habe, war, die Leute greifen in die Tasche, ziehen sich dieses Ding raus, pappen sich das vor die Schnauze. Teilweise sehr ungeschickt und sorgen dann erst dafür, dass sie ja mutmaßlich einen relativ langen Zeitraum mit irgendwelchen potenziellen Krankheitserregern vorm Gesicht herumlaufen, was ziemlich dämlich ist. Also auch hier bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis es die ersten in Anführungszeichen Kollateralschäden gibt. Denn liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich was vor die Nase hängt, was unter Umständen gefährlich sein könnte, beziehungsweise mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sogar zu Krankheiten, zu späteren Schäden führen kann, dann wird es auch irgendwann die ersten geben, die es betrifft. Da wird es Leute geben, die mit Atemwegserkrankungen kommen, die möglicherweise ja, einfach schlechter Luft bekommen, wenn sie die ganze Zeit so ein Ding vor der Nase haben. Da gibt es ja 100.000 Fälle, die auftreten könnten, wird ja auch mittlerweile tatsächlich thematisiert in der Öffentlichkeit, wenn auch eher abgewatscht, denn angeblich ist ja alles ungefährlich. Aber nur, wenn er es alle paar Stunden wascht, bügelt oder backt. Gut, das ist halt auch ein bisschen lächerlich. Aber ich bin echt gespannt, ob sie diese Krankheitsfälle, diese Leute, die sich durch dieses Tragen von Maulkörben mit irgendwas anstecken, ob sie die dann als Zombie-Apokalypsen-Fälle verkaufen. Beziehungsweise wie sie das dann öffentlich erklären wollen. Ich habe was ziemlich Krasses aus Österreich, denn Tag 24 hat berichtet, dass in Oberösterreich ein dreijähriges Kind aus einem Supermarkt geworfen wurde, weil es keine Maske aufhat. Auch hier dachte ich erst, okay, so blöd können die Leute nicht sein. Aber es ist wohl wahr, eine 40-jährige Frau war mit ihrem dreijährigen Sohn im Supermarkt und sie wurden des Ladens verwiesen, denn das Kind wäre ja eine Gefährdung für die anderen Kunden. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da geht es um ein dreijähriges Kind. Wenn man denen so ein Ding vor die Schnauze pappt, dann ist das Kindesmisshandlung. Anders kann man das nicht nennen. Angeblich ist es wohl in Österreich erst ab 6 Jahren Pflicht. Das hat dieser Laden ein bisschen anders gesehen. Und ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Einzelfall. Auch hier muss ich in den nächsten Tagen ein bisschen verstärkt selber rausgehen, mich umschauen, wie es da ausschaut. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass ebenfalls hier in Berlin Kinder angepöbelt, angemacht werden oder Eltern der Kinder angemacht werden, weil sie diesen Kindern eben keinen Maulkorb verpassen, weil das für die Kinder schädlich wäre, weil das für so ein Kind, ja wie gesagt, das grenzt an Misshandlung. Man bekommt kaum Luft mit dieser Scheiße. Wir haben bald 30 Grad, es kommt der Sommer und irgendwelche Paranoia-Piloten wollen jetzt plötzlich, dass jedes lebende Wesen mit so einem Ding rumlaufen soll. Also ich finde das echt widerwärtig und wenn es jetzt schon um Kleinstkinder geht, es gibt tatsächlich Bundesländer in Deutschland, denn es ist nicht deutschlandweit auf 6 Jahre geregelt, es gibt auch Bundesländer in Deutschland, da sind das entweder 3 Jahre oder sogar 1 Jahr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchem Bundesland oder in welchem, war das Bremen? Es gibt auf jeden Fall ein Bundesland in Deutschland, das hat sogar ab 1 Jahr vorgeschrieben, habe ich gestern gelesen. Also wirklich richtig krank. Und gerade Kinder, die jetzt ohnehin doch ziemlich anfällig für irgendwelche Atemwegsprobleme sind, gerade ganz kleine Kinder, die sind andauernd erkältet oder haben eine Rotznase oder so. Wenn die noch so ein Ding vorm Mund haben, dann kriegen die doch erst recht keine Luft mehr. Und wenn sie dann noch irgendwelche Keime drin haben, ist es, Verzeihung, aber das ist eine vorsätzliche Gesundheitsgefährdung beziehungsweise eine vorsätzliche Körperverletzung. Also wie man das in ein paar Wochen noch rechtfertigen möchte, wenn es dann wirklich die ersten Schäden dadurch gibt, das erschließt sich mir jetzt nicht. Aber auch da wird man sich irgendwie wieder rausreden. Nun hat sich auch die Berliner CDU zu Wort gemeldet, denn die Keimschleudern in der Bahn und in den Bussen, generell im ÖPNV, die reichen ihnen ja nicht aus. Sie wollen zum einen auch Keimschleuderpflicht bzw. eine Gesichtskondompflicht im Supermarkt haben, im Einzelhandel. Das ist in den meisten Bundesländern in Deutschland momentan traurigerweise schon der Fall. Wenn ihr einkaufen geht, müsst ihr mit so einem Kondom rumlaufen. Wollen sie jetzt in Berlin auch noch haben? Der Berliner Senat möchte wohl darüber diskutieren. Herzlichen Dank auch, dann bestelle ich mir meine Sachen und gehe nur noch in den Späti zum Türken nebenan. Dem ist doch scheißegal. Und es soll auch Kontrollen und Bußgelder geben. Denn momentan ist es so, dass es in Berlin noch keine Kontrollen gibt. Die BVG darf gar nicht kontrollieren, die S-Bahn auch nicht. Übrigens, interessanter Fakt am Rande, habe ich aus der, ich glaube, Berliner Zeitung.
Es ist wohl nicht zulässig, dass euch ein öffentliches Verkehrsmittel nicht mitnimmt, nur weil ihr so ein Ding nicht tragt. Die dürfen euch wohl nicht dort stehen lassen. Der Busfahrer muss euch mitnehmen. Also vielleicht eine Information, die tatsächlich relevant für den einen oder anderen sein könnte. Es ist nicht erlaubt, euch irgendwo nicht ins Verkehrsmittel zu lassen. Auch wenn andere rumpöbeln, es ging jetzt da speziell um Busse, aber das ist ja alles BVG, die dürfen euch die Beförderung nicht verweigern. Finde ich ziemlich spannend, denn ich würde das alles demnächst dann unter die Lupe nehmen. Aber zurück zum Thema CDU. Die CDU möchte nun Bußgelder bis zu 500 Euro. Also, anders kann man es nicht mehr sagen. Der Vorsitzende der Berliner CDU, der Herr Drecker, über den wir uns auch schon häufiger unterhalten haben, hat so wirklich handfest argumentiert überhaupt nicht. Er meinte nur, er erwartet eine Maskenpflicht in Supermärkten und dass das Ganze kontrolliert wird im ÖPNV. So, jetzt frage ich mich, wer genau in Berlin diese 500 Euro zahlen soll. Abgesehen davon rühmt sich Berlin gerade damit, dass sie wohl 142.000 Masken jetzt verteilt haben wollen. Diese Billigdinger da, diese Billig-Einwegteile, die du nach einmal Nutzen wegwerfen musst, wenn du es richtig machen willst. Und wir haben ja nun 3,5 Millionen Einwohner. So, jetzt frage wahrscheinlich nicht nur ich mich, wie soll das denn funktionieren zahlenmäßig? Wo sollen die Leute den Scheiß denn herkriegen? Interessanterweise warnt auch der Vorsitzende der Weltärztevereinigung mittlerweile. Denn, was heißt mittlerweile, das macht er glaube ich schon seit einer ganzen Weile. Denn er hat ganz klar gesagt, dass diese Behelfsdinger aus Stoff, irgendwelche Schals und so weiter, was da gerade alles zweckentfremdet wird, dass die ein Risiko sind. Auch normale OP-Masken sind ein Risiko, beziehungsweise bringen eigentlich nichts und bei einer falschen Handhabung wird es richtig gefährlich für den Träger. Aber er hat nun ganz klar zu Protokoll gegeben, das, was momentan mit Schals und so weiter gefordert wird, das ist genau das Falsche. Das geht so nicht. Das ist nicht nur sinnlos, das ist vor allem kontraproduktiv. Und auch hier habe ich noch nicht so das ganz, ganz große mediale Echo mitbekommen. Es wurde thematisiert, es gab Artikel, ja. Aber warum wird denn sowas nicht breiter diskutiert? Wenn ein Drosten irgendwo schräg furzt, dann steht das morgen auf jeder Titelseite. Der kann, weiß nicht, was für eine Scheiße erzählen. Der kann euch erzählen, dass ihr ab übermorgen alle eine Wäscheklammer ans Ohr hängen müsst, um sicher zu sein. Dann macht ihr das. Beziehungsweise viele Leute machen das, weil es eben medial gehypt wird. Wenn sich aber jetzt der Vorsitzende der Weltärztevereinigung hinstellt und sagt, ey, liebe Freunde, euer doofer Schal ist gefährlich, eure komischen Einwegmasken mehrfach verwenden ist noch viel widerwärtiger hygienisch gesehen, als überhaupt nichts auf der Nase zu haben, dann wundert es mich schon so ein bisschen, dass unsere großen Plattformen das nicht unbedingt aufgreifen. So ein Drosten wird überall durch die Talkshows gereicht, aber mein Kritiker, der darauf hinweist, ey, das, was ihr gerade versucht mit euren dämlichen Masken, das ist noch nicht mal Placebo, das ist Dummheit, das fehlt mir in der deutschen Medienlandschaft absolut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den, in Anführungszeichen, echt guten Artikel an, also einen der besten, die ich in den letzten Tagen gelesen habe. Und danach haben wir noch so ein paar andere Sachen, denn die Virologin Gretel hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Dieses Mal allerdings mit Mimimi. Kommen wir gleich zu. Zuerst lesen wir gemeinsam heute nur einen Artikel. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Vorlesung in letzter Zeit, aber ich finde das unglaublich wichtig, dass wir so eine Art Zeitzeugnis haben von, ja, im Wortlaut verlesenen Artikeln, damit wir dann auch in 10 Jahren noch wissen, was da stand, weil die löschen das ja ganz gern mal. Also ich will das einfach als Dokumentation behalten. Ich glaube, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Die Bild-Zeitung hat gestern gepostet, Schluss mit dem Starrsinn in der Corona-Politik. Ist wieder ein Kommentar, ein Meinungsartikel. Klar, muss man natürlich dazu sagen, eine Kolumne ist was anderes als ein normaler Sachbericht. Hier hat ein Autor seine private Meinung mit einfließen lassen, war ja gestern genauso. Aber hier tatsächlich hinterfragend und argumentativ. In der Corona-Krise sind nur 2 Dinge sicher. Erstens, ob die Maßnahmen richtig oder falsch, maßvoll oder überzogen sind, werden wir erst aus den Geschichtsbüchern erfahren. Na, das ist ja schon absehbar. Ob wir auf Corona als Gesundheitskatastrophe oder Zusammenbruch unserer Wirtschaft zurückblicken werden, ist vollkommen offen. Es ist möglich, aber keinesfalls gewiss. Ach Gott, das ist ja ein Schachtelsatz. Es ist möglich, aber keinesfalls gewiss, dass richtig ist, was gewaltige Mehrheiten für richtig halten. Ist aber ein wichtiger Satz. Es gibt keine Herdenimmunität dagegen, historisch katastrophal falsch zu liegen. Das bringt es eigentlich schon wundervoll auf den Punkt. Das, was momentan abläuft, ist
globale Paranoia bzw. deutschlandweite Paranoia. Sehr, sehr viele Leute schieben Angst. Aber nur weil sehr viele Leute gerade Angst schieben und das nachquatschen, was ein Drosten sagt, ist das noch lange nicht richtig. Nur weil eine Mehrheit irgendwas sagt, ist das noch längst nicht in irgendeiner Art und Weise besser als das, was vielleicht eine Minderheit sagt. Also das sollte man immer mit im Hinterkopf betrachten. Nur weil viele Leute irgendwas sagen, ist das weder gut noch richtig. Wenn im Mittelalter das ganze Dorf geschrien hat, verbrennt die Hexe, war das weder gut noch richtig. Klar, ist jetzt ein plattes Beispiel. Aber genau das wird aktuell wieder vergessen. Man stellt sich hin und sagt, aber alle sperren ja ihre Grenzen, alle schränken ja ihre Bürger ein. Ja, deswegen ist es aber doch lange nicht sinnvoll, notwendig und erst recht nicht in irgendeiner Art und Weise moralisch vertretbar. Und das muss viel breiter diskutiert werden. Aber erstmal weiter im Artikel. Nahezu alle Experten, denen wir uns in dieser Krise anvertrauen, in Klammern müssen, lagen mit nahezu jeder Entscheidung so falsch, dass sich unser Glauben an sie nur noch mit Verzweiflung erklären lässt. Das stimmt. Der Drosten hat ja nun nicht zum ersten Mal Paranoia geschoben. Der hat Paranoia in der Schweinegrippe geschoben, lag katastrophal daneben. Gleiches gilt für Spahn und so weiter. Die erzählen uns seit 3 Monaten eigentlich fast täglich irgendwas anderes. Die drehen sich um 180 Grad und ja, haben das, was sie vorgestern gesagt haben, plötzlich wieder vollkommen vergessen. Aber sie kommen damit durch. Die Leute glauben ihnen immer noch. Der Autor erklärt das nun mit Verzweiflung. Das mag sein. Also gut, kann auch einfach Dummheit sein. Aber auch das muss meiner Ansicht nach noch viel stärker besprochen werden. Das muss in Talkshows aufgegriffen werden. Da müssen die Leute drauf festgenagelt werden. Ein Spahn muss damit konfrontiert werden, was er vor 2 Monaten gesagt hat. Eine Frau Merkel muss mit dem, was sie vor einer Woche getan hat, konfrontiert werden. Ein Drosten sowieso. Die müssen alle darauf hingewiesen werden, ey, liebe Freunde, überlegt mal, was ihr vor einigen Tagen noch im Interview gesagt habt, da und da. Wie kann es denn sein, dass er heute das und das sagt? Was ist denn eure Beweisführung? Also ich finde es unglaublich gut, dass das endlich mal im Artikel drin steht. Sie haben das Tragen von Masken nahezu verhöhnt. Nun ist es Pflicht. Sie haben davor gewarnt, Schulen und Kitas zu schließen. Nun sind Millionen Kinder seit Wochen zu Hause. Sie haben es als nutzlos abgetan, die Grenzen abzuriegeln. Nun kommt niemand mehr ins Land. Sie haben trotz aller Maßnahmen immer wieder vor dem unmittelbar bevorstehenden Kollaps unseres Gesundheitssystems gewarnt. Nun herrscht auf Krankenhausfluren gespenstige Ruhe und Angst vor Arbeitslosigkeit. Hatten wir gestern besprochen. Es gibt mittlerweile erste Krankenhäuser, die schicken ihr Personal in Kurzarbeit. Die geraten in finanzielle Schieflagen, weil sie zu viel Leerstand haben. Das Robert-Koch-Institut riet davon ab, Corona-Tote zu obduzieren. Haben wir ganz lange drüber gesprochen. Nun geschieht es trotzdem und Rechtsmediziner sagen, dass bei weitem nicht alle Tote tatsächlich an Corona gestorben sind. Sportanlagen mussten geschlossen werden. Nun ist Tennis in manchen Bundesländern verboten, in anderen erlaubt, obwohl es doch eigentlich lebensgefährlich ist. Was mir am meisten Sorge bereitet, Meinung vom Autor logischerweise, unsere Wirtschaft ist schon jetzt so massiv und teilweise irreparabel beschädigt, dass unsere Regierung sich kaum noch erlauben kann, zuzugeben, in ihrer Schärfe überzogen zu haben. Und das ist auch so ein Faktor, so ein Punkt, da hatten wir vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Das unterschreibe ich absolut, was er da reinschreibt, denn ich hatte vor 2, 3 Wochen schon gesagt, auf mich wirkt das so, als wären einige momentan eher dabei, irgendwie zu versuchen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen und aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Auf Politiker bezogen. Denn die haben nun bereits Millionen Existenzen vernichtet. Und noch weitere Millionen werden folgen, das ist absehbar. Und irgendwie müssen sie da wieder rauskommen, ohne zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Denn wenn sie zugeben, dass sie falsch lagen, dann sind sie politisch verbrannt. Das wird ihnen wahrscheinlich so schnell nicht verziehen werden. Und auf mich wirkt das jetzt seit Wochen so, als würde man irgendwie versuchen zu rudern, dass man sich selbst als gut, als positiv darstellen kann und irgendwie einen anderen Sündenbock findet, beziehungsweise sich irgendwie so rauswinden kann wie so ein glitschiger Aal, dass die Leute nicht darauf kommen, dass man selber schuld daran ist, dass es den Menschen gerade schlecht geht. Die Experten müssen Recht behalten, weil sie nicht falsch liegen dürfen. Richtig. Die deutsche Wirtschaft vorschnell ruiniert zu haben, wäre für keine Partei, vielleicht nicht einmal für die Demokratie, überlebbar. Deswegen erleben wir zunehmend Sturheit, Starrsinn und Rechthaberei. Erinnert mich an Flüchtlingskrise, sagt mir ein Mitglied aus Merkels Regierung.
Das ist krass, oder? Also genau das, was seit mehreren Wochen auf vielen YouTube-Kanälen schon besprochen wird, nicht nur bei mir, genau das kommt jetzt endlich auch mal in eine der größten Zeitungen in Deutschland. Aber leider noch nicht wirklich in der Bevölkerung an. Denn exakt das ist es. Was passiert denn, wenn sich jetzt im Kleinen nur ein Drosten irrt zum Beispiel? Was passiert, wenn man, gut, man kann ihn ja widerlegen, das wird ja nur traurigerweise aktuell nicht gemacht, aber was würde denn passieren, wenn man einem Drosten öffentlichkeitswirksam nachweist, dass er Mist macht? Der würde wahrscheinlich wissenschaftlich gesehen keinen Fuß mehr irgendwo in der Tür bekommen. Und das wäre auch absolut legitim. Das würde ich ihm von ganzem Herzen gönnen, so böse das jetzt auch klingt. Aber genau deshalb kann ein Drosten nicht zurückrudern. Der muss auf seinem Paranoia-Trip bleiben. Der hat jetzt so viel Angst und Panik geschürt, auch wenn er selber ganz genau weiß, dass es scheiße ist. Er kann nicht zurück. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Denn weil viele Politiker gerade nicht zurück können, übertreffen sie sich gerade gegenseitig mit irgendwelchen Verschärfungen. Beziehungsweise mit irgendwelchen weiteren Rechteeinschränkungen, obwohl es überhaupt keine Krankheit mehr, also keine Krankheitswelle mehr gibt. Klar, wir haben noch ein paar Fälle, aber um die 50.000 auf 85 Millionen Einwohner ist halt einfach ein Scheißdreck, anders kann man es nicht sagen. Aber das ist vermutlich der Grund, weshalb sie sich momentan nicht auf irgendwelche schnellen Lockerungen bzw. auf ein schnelleres Rückrudern einigen können, einfach um dieses Paranoia-Spiel noch ein bisschen länger zu erhalten und nicht zugeben zu müssen, dass sie Blödsinn gebaut haben. Wahrscheinlich wissen sie selber nicht, wie sie da wieder rauskommen. Anders kann ich mir es persönlich nicht mehr so richtig erklären. Die Kanzlerin bezichtigt jeden Zweifler der Öffnungsdiskussionsorgie, raunt davon, manche würden zuforsch handeln, ohne zu sagen, was sie genau meint. Das war ja auch so spannend. Da hat sich die Merkel darüber beklagt, dass einige Bundesländer zuforsch mit ihren Lockerungen umgehen. Ja, warum gehen denn die Bundesländer zuforsch vor? Weil möglicherweise auffällt, dass sich an den Fallzahlen der Infizierten auch dann nichts ändert, weil auffallen könnte, dass eine Politik euch eine Gefahr verkaufen möchte, die es kaum noch gibt, beziehungsweise die es eigentlich nie so wirklich gab, wie da prognostiziert wurde. Ist es deshalb zu forsch, weil die Leute mitbekommen könnten, dass gelogen wird? Kann man ja so interpretieren. Sie hat es ja nicht genauer definiert, was sie meint. Der CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus macht sich in heiterer und hochrangiger Weinrunde über den Abweichler Armin Laschet lustig und alle lachen. Ist es in unserem Land eine gute Idee, sich in schwierigen Zeiten über Andersdenkende lustig zu machen und zu erheben? Ich fürchte, dass sich die Interessen vieler Menschen von derer, die sie vertreten, rasant voneinander entfernen. Ja, dass sich die Interessen der Abgeordneten nicht mehr unbedingt an euren Interessen orientieren, dürfte traurigerweise mittlerweile auch fast jedem bekannt sein. Für jeden Politiker, der sich für Lockerung und Einschränkung einsetzt, könnte jeder Corona-Tote zum Hochrisiko werden. So nach dem Motto, das ist ihr toter Herr, Frau so und so. Für Millionen Menschen hingegen ist es verheerend, wenn ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage vernichtet wird, obwohl es weiterhin kaum Corona-Tote gibt. Wir haben es gesehen, Herr Püschel hat in Hamburg obduziert. Er hatte keinen einzigen, der kausal an der Zombie-Apokalypse verstorben ist. Die waren alle so kurz vorm Tod. Wie wurde das erklärt? Es war jederzeit mit dem Tod zu rechnen bei den entsprechenden Vorerkrankungen. Also die Zombie-Apokalypse war zwar laut Test vorhanden, ja, hat aber gar keinen Einfluss mehr drauf gehabt. In Basel ganz ähnlich. Das dürfte sich, wenn man wirklich breit gefächert obduzieren würde, so durchziehen. Das ist vermutlich das gleiche Bild, was wir in ganz Deutschland sehen, wenn dann wirklich in jeder Klinik obduziert würde. Es gibt mit Sicherheit auch Einzelne, die kausal an der Zombie-Apokalypse versterben, mag sein, aber mit Sicherheit nicht so, dass es eine Pandemie rechtfertigt. Zumindest keine echte. Denn ursprünglich hatten wir 100 Mal, musste eine Pandemie einen verheerenden Schaden anrichten. Überdurchschnittlich viele Tote, überdurchschnittlich viele Infizierte. Beides haben wir nicht. Die Politik verweigert sich dieser bitteren, aber leider notwendigen Debatte, die das unkontrollierbare Ereignis Corona uns aufzwingt. Unkontrollierbar stimmt jetzt so nicht unbedingt, weil es ist ja eine politische Kontrolle, die zur Katastrophe in Anführungszeichen geführt hat. Denn wir haben eine Katastrophe, da sind wir uns alle einig. Die heißt aber nicht Virus, die heißt politische Maßnahmen. Dass der Staat niemals Menschenleben abwiegen darf gegen ein anderes Gut, ist eine noble Idee, die der Realität leider nicht immer standhält. Kanzler Schmidt entschied sich gegen Schleier. Kanzlerin Merkel opferte für unverhandelbare Werte unseres Landes deutsche Soldaten in Afghanistan. Wenn ich höre alle anderen... Was?
Ah, das ist ein Zitat. Wenn ich höre, alles andere hab, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig, sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Das hat Schäuble gesagt, vor ein paar Tagen schon, fand ich ein sehr interessantes Zitat, denn genau darum geht's. Momentan wird versucht, auf Biegen und Brechen zu verhindern, dass irgendwo in diesem Land irgendjemand an irgendwas stirbt. Deswegen werden 85 Millionen Menschen, ja, deren Existenzen vernichtet, beziehungsweise ihrer Grundrechte beraubt. Deswegen werden 85 Millionen Menschen dazu gezwungen, ihrer Würde genommen, mit einem Maulkorb rumzulaufen. Weil es könnte ja sein, dass damit dann vielleicht irgendjemand irgendwo in Deutschland weniger sterben könnte. So wird gerade argumentiert. Das steht jetzt nicht im Artikel, das habe ich euch jetzt gerade ergänzt. Nur Ideologien kennen Absolutismen. Die Stärke der Demokratie ist, dass sie auch die unbequemsten Debatten aushält. Wenn sie sie aber verhindert, macht die Demokratie sich überflüssig. Das Einzige, was in der Demokratie alternativlos ist, ist die Debatte. Auch das sage ich seit Wochen. Und nicht nur ich, ganz, ganz viele andere auch. Ich will das jetzt nicht für mich proklamieren, nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht. Aber genau das ist es. Es darf momentan nicht debattiert werden. Es gibt eine allgemeingültige Meinung, das sind Drosten, Wieler und das RKI, die sich halt andauernd umentscheiden. Und alle anderen, alle Zweifler, alle, die das hinterfragen, die das mit Fakten widerlegen, das sind Verschwörungstheoretiker. Die werden medial geächtet, da will überhaupt keiner drüber reden. Stattdessen stellt man sich hin und diffamiert diese Personen. Aus völlig banalen, an den Haaren herbeigezogenen Gründen. Da wird ein langjähriger Experte, der seit Jahrzehnten in dem Bereich tätig war, Wodak und Co., der wird als Verschwörungstheoretiker hingestellt, einfach weil man keine Lust hat, sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen. Und das betrifft mittlerweile ja fast jeden, der sich kritisch äußert. Den Könlein hat man versucht zu diffamieren, ich glaube, den Bagdi versucht man mittlerweile auch, den Schiffmann wahrscheinlich auch bald. Aber das ist so die generelle Strategie. Drosten kann machen, was er will, der ist immer heilig. Und wenn da Drosten sich hinstellt und die Gesundheit von Milliarden Menschen gefährden möchte, beziehungsweise in Deutschland Millionen von Menschen, denn er möchte ja die Regularien zur Impfmittelzulassung außer Kraft setzen, dann ist das immer noch toll und bewundernswert, laut Presse. Wenn aber ein Herr Wodak mitteilt, ey, liebe Freunde, Schweinegrippe, Drosten hat Panik und Werbung für Gilead gemacht, macht er jetzt gerade wieder, dann ist der Wodak ein Verschwörungstheoretiker, obwohl er es war, der damals den Untersuchungsausschuss auf EU-Ebene forciert hat. Der Untersuchungsausschuss hatte zum Ergebnis, dass die WHO und auch unser lieber Drosten und Co., dass sie massivst falsch gehandelt haben, dass sie Menschen dadurch gefährdet haben. Aber das möchte auch keiner hören. Also ihr seht, es soll einfach nicht debattiert werden. In Talkshows ist ja mittlerweile tatsächlich offen davon die Rede, das hat ja die Baerbock wohl rausgehauen, hat Olli gut aufgearbeitet. Aber in Talkshows ist ja die Rede davon, dass man doch bitte keine Kritiker haben will. Und wenn dann nur ganz wohl dosiert, ein Kritiker, vier Pro-Debattanten, die den einen, der dagegen steht, den einen, der Kontra gibt, irgendwie platt machen und niederbrüllen, jetzt ganz böse gesagt. Das sehen wir seit vielen Jahren, immer wenn es um irgendwelche unliebsamen politischen Themen geht, da hat man dann einen, der Kontra gibt, drin sitzen und fünf, die ihn irgendwie niederbrüllen wollen. Und das Gleiche sehen wir jetzt in der Zombie-Apokalypse. Wann hatten wir denn das letzte Mal eine Talkshow, wo außer dem Herrn Streeck, der jetzt gerade auch diffamiert wird, aber wo ein Kritiker anwesend war, der auf Augenhöhe mit gleichem Kräfteverhältnis diskutieren durfte. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber wir haben noch ein bisschen Artikel übrig. Der geballte Starrsinn zeigt sich darin, was gerade beim Thema Fußball-Bundesliga geschieht. Die Industrie-Bundesliga ist bereit, alles dafür zu tun, dass von ihren Angestellten keinerlei Gefahr für sie oder andere ausgeht. Die wollen ja mittlerweile vor leeren Stadien spielen und da kann halt nichts passieren. Aber gut, das möchte man in Deutschland ja auch nicht verstehen. Wir reden hier über die Freiheit der Berufsausübung, die niemand anderen gefährdet, sogar weniger als vor Corona. Als Hochrisikospiele von hunderten Polizisten geschützt werden mussten, weniger als vor Corona, als Hochrisikospiele von hunderten Polizisten geschützt werden mussten. Genau, es gab immer ein relativ hohes Gewaltpotenzial bei Fußballspielen. Da wurden teilweise Leute verletzt aufgrund von irgendwelchen Schlägereien. Da waren teilweise tausende Polizeikräfte im Einsatz. Da gab es eine Gefahr für im schlimmsten Fall Leib und Leben, ja, hat aber keinen interessiert. Und jetzt plötzlich dürfen die Fußballspieler nicht in einem leeren Stadion spielen, weil sie könnten ja den Rasen anstecken oder so. Wissen sie selbst vermutlich nicht.
Trotzdem sind manche Politiker aus Rechthaberei dazu bereit, eine wertvolle Industrie zu opfern und Grundrechte massiv zu beschneiden, obwohl jedes Risiko durch Geisterspiele einem mehr ist. Und ihr wisst, ich selber bin kein Fußballfan, aber mir ist durchaus klar, dass da eine riesige Industrie dahinter hängt. Da hängen Tausende, wenn nicht gar Hunderttausende Arbeitsplätze dran. Auch wenn man alles, was den Publikumsverkehr benötigt, Gastronomie und so weiter, außen vor lässt. Alles, was im Hintergrund abläuft, Merchandising und so weiter. Da arbeiten Hunderttausende Arbeitnehmer, die momentan in ihrer Existenz gefährdet sind, weil auch diese ganzen Fußballvereine, die wirklich auf Bundesliga-Ebene spielen, die Millionen für irgendwelche Spieler raushauen, weil die sich auch nicht ewig halten können. Also wirtschaftlich gesehen ist es eine ziemlich, ziemlich katastrophale Situation, dass sich irgendein Politikdarsteller hinstellt und es noch nicht mehr erlaubt, in einem leeren Stadion hinter dem Ball herzulaufen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich meine, ob man das jetzt haben muss, ob es jetzt essentiell notwendig ist, dass da jemand Fußball spielt, weiß ich nicht. Aber wirtschaftlich gesehen ist es nun mal eine tragende Säule in der deutschen Geschäftswelt, jetzt ganz platt gesagt. Weil es hier auch noch um Millionäre geht, ist die Bundesliga ein dankbares Ziel dieses zerstörerischen Furors. Ich sage voraus, dass wir als nächstes hören werden, die reichen Piloten der Lufthansa müsse man nun wirklich nicht mit Steuergeldern retten. Was für ein Irrsinn. Über die Lufthansa hatten wir vorgestern gesprochen. Die sehen ein 10-Milliarden-Loch vor sich, wissen nicht, wie sie das irgendwie reinbekommen sollen, weil sie dürfen ja momentan in großen Teilen der Welt nicht fliegen, dürfen keine Passagiere befördern, haben auch ein Berufsverbot. Und nun ist man dazu übergegangen, spekulieren, ob man die vielleicht verstaatlichen könnte oder so. Oder ob man ihnen denn einen Rettungsschirm zukommen lässt. Und ich gebe dem Autoren hier absolut recht. Wahrscheinlich wird es wirklich dazu kommen, dass sich irgendwelche Deppen hinstellen und meinen, die Piloten haben doch Geld genug. Dass aber nun bei der Lufthansa nicht nur Piloten arbeiten, sondern auch Bordpersonal, Bodenpersonal, Security, Reinigungspersonal, Leute, die am Schalter arbeiten, die den Flughafenbetrieb am Laufen halten, der nun mal bedingt wird dadurch, dass Flugzeuge fliegen, das will keiner sehen. Und wenn die Lufthansa pleite geht, gehen Millionen Jobs in diesem Land drauf. Und wiederum ziehen sie andere Branchen ebenfalls mit runter, denn wenn der Flieger nicht mehr fliegen darf, muss auch keiner mehr das Essen für die Kabine liefern. Das heißt, der Zulieferer, der Caterer-Service geht auch pleite. Der die Abfertigung, die das Gepäck macht, geht genauso pleite. Und das sind die Sachen, die wollen im Hintergrund immer nicht gesehen werden. Ich lese gerade im Chat Rattenschwanz, genau das ist es. Wenn eine Firma verschwindet, zieht sie ein Dutzend andere mit hinter sich her. Je größer die Firma, desto größer der Schaden. Und genau das muss unbedingt mehr in das Bewusstsein der Leute kommen. Die sehen jetzt, oh, millionenschwere Fußballspieler dürfen nicht Fußball spielen. Oh, die armen Duzi-Duzis. Ja, mein Gott, die können damit gut klarkommen, dass sie jetzt nicht spielen dürfen. Die haben genug. Aber die um sie herum arbeiten, die stehen vor dem Abgrund. Und an die muss auch gedacht werden. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie wir in 3-4 Jahren auf diese Wochen und Monate zurückblicken werden. Wenn das Durchschnittsalter der Toten über der durchschnittlichen Lebenserwartung liegen sollte. Das ist ja jetzt schon so. Durchschnittsalter 83 Jahre, Lebenserwartung 82 in Deutschland. Irgendwie so war das doch. Millionen Arbeitslose auf der Straße sitzen. Der Mittelstand, der Hartz IV finanziert, vernichtet ist. Wenn viele Restaurants für immer geschlossen haben, aber die Suppenküchen geöffnet sind. Auch daran sollte die Bundeskanzlerin denken, wenn sie ihre nächste Regierungserklärung hält. Ich weiß nicht, wie ihr den Artikel findet. Ich finde ihn klasse. Sowas Offenes liest man selten. Und es spricht reelle Probleme an. Das habe ich in der Medienlandschaft in den letzten Wochen nicht ganz so oft gesehen. Also ich hoffe, dass sich das so fortführt, dass andere Zeitungen, andere Journalisten, andere Autoren auf diesen Zug aufspringen werden. Vielleicht ein bisschen weniger emotional angehaucht, sondern eher rein informierend, rein informativ, ohne Haltungsjournalismus. Aber genau sowas wird momentan gebraucht. Und ich finde es echt traurig, dass ich gestern noch diese Merkel-Lobpreisungen lesen musste. Also ich musste sie lesen, weil ich es halt gesehen habe und dachte, heilige Scheiße, kann doch nicht sein. Und deswegen habe ich es an euch weitergegeben, denn vergleicht mal den Artikel von gestern mit diesem Artikel von heute. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das eine ist Diktatur-Personen-Kult live, das andere ist das, was eigentlich auch Oppositionsarbeit sein müsste. Das gehört in den Bundestag. Sowas müsste im Plenum diskutiert werden, wie es denn sein kann, dass Millionen von Existenzen gerade vernichtet werden, obwohl man überhaupt nicht wissenschaftlich in irgendeiner Art und Weise argumentiert.
Und jetzt haben wir noch eine letzte Sache zum Abschluss. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere liebe Virologen Gretel sagt mal wieder was. Denn es gibt nun, welch Wunder, angeblich Morddrohungen dem Drosten gegenüber. Und ihr kennt meine Meinung in dem Bereich. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über Morddrohungen reden. Ich finde, das ist absolut kein legitimes Mittel, um die eigene Meinung auszudrücken. Morddrohungen gehen in keinster Weise irgendwie, egal gegen wen, egal wie blöd diese Person ist. Trotz allem kann ich es nachvollziehen. Ich verstehe, warum die Leute diesem Typen drohen. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es... Also, ich weiß, warum sie es machen. Drücken wir das mal so aus. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, das soll keine Rechtfertigung sein, aber es ist, denke ich, absolut menschlich, dass Menschen, die gerade alles verlieren, dem, der ihnen schmierig ins Gesicht lächelt, dann auch irgendwo die Schuld dafür geben. So, der Drosten hat nun ein Interview mit dem Guardian geführt. Der ist ja mittlerweile ganz international unterwegs und hat dort mitgeteilt, dass er ja nachts wach liegt wegen E-Mails, die er bekommt, wo die Leute ihre Sorgen schildern und aber auch Morddrohungen. Und die hat er wohl irgendwie der Polizei gegeben. Denn die Deutschen halten ihn wohl für den Bösen, der die Wirtschaft kaputt gemacht hat. Oder der die Wirtschaft kaputt macht. Also ich, ehrlich gesagt, halte den Drosten nicht unbedingt für den Bösen, der die Wirtschaft kaputt macht, denn das ist falsch. Ich halte ihn für den Drohnenkriecher, der um die Politiker herumschlawenzelt und ihnen ins Ohr flüstert, dass sie doch gefälligst das und das zu tun haben. Das ist ein Unterschied. Nicht der Drosten entscheidet über irgendwelche Maßnahmen. Der Drosten flüstert den Entscheidungsträgern irgendeine Scheiße ein, die diese Entscheidungsträger in Angst versetzt und dann dazu führt, dass irgendeine, ja, irgendwelche vorher unvorstellbaren Dinge tatsächlich politisch umgesetzt werden. Also hier muss man mehr differenzieren. Es ist falsch zu sagen, der Drosten ist dran schuld, dass die Wirtschaft kaputt geht. Habt ihr Herr der Ringe gesehen? Ich weiß, das ist jetzt ein ganz, ganz böser Vergleich, aber in Herr der Ringe, die zwei Türme, gibt es doch diesen schmierigen Schlangenzungentyp, der um den König von Rohan so rumschlawenzelt, dieser unappetitliche Kerl, der für Saruman arbeitet. Jetzt für die Nerds unter euch. Und genau das ist meiner Ansicht nach der Drosten. Der warnt, der seine eigenen Interessen durchsetzen will, beziehungsweise Lobbyarbeit für, bei Herr der Ringe, Saruman, in dem Fall irgendwelche Pharmakonzerne, weil es ist ja nicht das erste Mal, wir hatten drüber gesprochen, Gilead scheint er ja ganz gern zu mögen, der Lobbyarbeit betreibt und versucht, negativ auf Entscheidungsträger einzuwirken, beziehungsweise in seinem Sinne und im Sinne seiner Freude, oder wie man das nennen soll, seiner Geschäftspartner, auf irgendwelche Entscheidungsträger einzuwirken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich gönne diesem Drosten mittlerweile wirklich, dass der wissenschaftlich nie wieder auf den grünen Zweig kommt. Es sieht wahrscheinlich eher anders aus. Der Typ wird ja leider gehypt ohne Ende. Der wird ja als Koryphäe sondersgleichen bezeichnet, obwohl er sich bereits in der Schweinegrippe katastrophal geirrt hat, beziehungsweise in der gleichen Masche um die Ecke gekommen ist und es leider anschließend niemand mehr interessiert hat. Aber auch hier muss man sich immer wieder vor Augen halten, dieser Typ erzählt lächelnd, dass man doch bloß nichts lockern darf, weil dann könnte ja irgendjemand vielleicht dran sterben, beziehungsweise unser Gesundheitssystem könnte ja überlastet werden. Es gab ja nicht mal eine erste Welle, mittlerweile warnt er vor einer zweiten Welle. Aber der macht das mit dem fetten Grinsen und fettigen Haaren in die nächste Kamera, die er findet, und weiß dabei ganz genau, dass bereits jetzt nach gerade mal einem Monat Millionen von Menschen ihre Existenzen verloren haben. Und da rede ich jetzt nicht von der Kurzarbeit, da rede ich von denen, die ihre Jobs los sind. Das weiß der. Das hat er ja mitbekommen. Und offensichtlich interessiert es ihn nicht. Und genau deshalb habe ich mit ihm überhaupt kein Mitleid. Sicher, Morddrohungen sind immer abzulehnen. Aber leid tut mir der Vogel überhaupt nicht. Ich bin gespannt, ob wir davon noch irgendwas hören werden. Ich habe ja jetzt schon das ein oder andere Mal über irgendwelche Morddrohungen mit euch reden können, wo ja doch so ein bisschen politisches Kapital draus geschlagen wurde, sofern sie denn existieren. Denn das ist ja nochmal die andere Seite der Medaille. Nur weil jemand sagt, er hat eine Drohung bekommen, hat er noch lange keine gekriegt. Das muss man auch irgendwo sich vor Augen halten. Ich habe die Drohung, die ihm dazugegangen sein soll, nicht gesehen. Vielleicht veröffentlicht er sie. Er hat angeblich die Polizei informiert. Das ist sein gutes Recht. Na klar, das ist absolut richtig so. Trotzdem kann man da vielleicht auch mit Vorsicht erstmal hinterfragen, gibt es denn überhaupt echte Morddrohungen? Denn wir hatten uns im Wahlkampf in Thüringen darüber unterhalten, da wurden ja dann irgendwelche ziemliche krude geschriebenen Texte auf Twitter gepostet von
ja, dem entsprechenden Politiker, der angeblich bedroht wurde, wo ich damals schon gesagt habe, ey, das hat doch ein Drittklässler geschrieben, das kann man doch nicht ernst nehmen. Also hier wüsste ich jetzt ganz gern, ob es denn wirklich eine Drohung gibt dem Drosten gegenüber oder ob er eher in dieser Mimimi-Tradition tritt, so von wegen, jetzt bedrohen mich ja alle, ich bin doch nur das arme Opfer, ich kann doch gar nichts dafür, so um Sympathien zu bekommen oder sowas. Denn das funktioniert. Schaut euch die Kommentare unter entsprechenden Presseartikeln an. Da gibt es, ich mag das Wort nicht, ihr wisst, aber da wird sich mit ihm solidarisiert. Die bösen, bösen, die ihn jetzt bedrohen. Aber keine Sau von den Kommentatoren weiß, ob es überhaupt eine Drohung gab. Das ist ja dieser große Witz an der ganzen Sache. Es wird irgendwas geglaubt, ohne zu hinterfragen. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er sich's ausgedacht hat. Mag sein, dass es die Drohung gibt. Ich kann es mir vorstellen. Aber wie kann es denn sein, dass hunderte Leute da jemanden zur Seite springen, ohne zu wissen, ob das, was die Person sagt, überhaupt stimmt? Und von Seiten der Journalisten hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sie vielleicht mal Rücksprache mit der Polizei halten und fragen, ey, ist euch da was bekannt? Hätte man in die Pressemitteilung mit rein schreiben müssen. Denn wenn die Polizei sagt, ja ey, wir haben da was, wir ermitteln da, dann hat das eine gewisse Legitimierung, beziehungsweise dann wirkt das seriöser. Aber weil jemand in einem Interview mit irgendeinem ausländischen Blatt gesagt hat, er wurde bedroht, ist das noch längst keine justiziable Morddrohung. Das sind auch nochmal zwei Seiten der Medaillen. Traurigerweise lassen sich die Leute ganz gern mal aufhetzen. Es wurde massiv ihm zur Seite gesprungen. Er wurde massiv unterstützt. Armer Drosten, Sie sind doch so toll und wir lieben Sie doch alle. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Aber mal hinterfragt, ob es die Drohung gab, beziehungsweise wie die überhaupt aussah, hat keiner gemacht. Naja, das soll es für heute dann erstmal gewesen sein. Wir haben, glaube ich, noch zwei, drei Sachen, die ich wieder vergessen habe. Ja, eine letzte Sache vielleicht noch aus Grevenbroich, denn wir hatten uns ja vorgestern darüber unterhalten, dass die dort ein ganzes Hochhaus abgeriegelt haben. 450 Menschen, die in einem Hochhaus leben, sind in ihre Wohnungen gesperrt für mindestens 2 Tage, aktuell wohl immer noch, das heißt bis mindestens morgen. Das Gebäude wurde umzäunt. Ein Wachdienst mit 4 Mitarbeitern kontrolliert die Zugänge, damit weder einer rein noch einer raus darf. Und nun haben sie in dem Haus eine Leiche gefunden, einen 58-Jährigen haben sie tot aus seiner Wohnung geborgen. Die Person wurde wohl schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Es gibt noch keine Todesursache, die bekannt wurde, die Polizei ermittelt. Aber auch hier, ich will jetzt keine Kausalität herstellen, die nicht da ist. Das mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist. Mag sein, dass er irgendwas hatte, dass das eine ganz natürliche Ursache hat. Mag aber auch sein, dass das vielleicht der erste Kollateral, oder was heißt der erste, dass es einer der Kollateralschäden ist. Denn wir haben ja nun schon mitbekommen, gibt es ja die ersten Erhebungen dazu, dass Suizide durch die Decke gehen, beziehungsweise die Fallzahlen steigen an, Depressionen steigen an. Viele Menschen sind perspektivlos, wissen nicht mehr, was sie machen sollen, wissen nicht mehr, wie sie nächsten Monat ihre Miete zahlen sollen. Und ich halte es für absolut realistisch, dass aufgrund der politischen Maßnahmen aktuell, seit einigen Wochen, dass immer mehr Menschen dann traurigerweise auch dadurch zu Tode kommen, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und im schlimmsten Fall ist dieser 58-Jährige aus diesem Hochhaus, der nun dort in seine Wohnung gesperrt war und nicht mehr raus durfte, vielleicht ist er eines dieser Opfer. Was vielleicht auch noch ein bisschen mit bedacht werden sollte, ist, dass diese Leute momentan nicht mal einkaufen gehen dürfen. Die sitzen in dem Haus, kriegen kein Essen rein. So, jetzt habe ich noch nicht mitbekommen, dass die irgendwie staatlich versorgt werden. Was ist denn, wenn einer dort nichts mehr zu essen hat? Lassen Sie die Leute dann in der Wohnung verhungern oder was läuft dort ab? Die können ja nicht mal Nachbarn fragen, weil Nachbarn dürfen ja auch nicht rausgehen. Also, es mag sein, dass es da irgendwie eine Versorgungslinie gibt. Ich habe aber davon in der Presse nichts gesehen. Also, ich habe da nicht irgendwie ein Statement zugelesen, dass sich da irgendjemand drum kümmert. Aber auch das darf man nicht vergessen. Wenn 450 Leute in ein Hochhaus gesperrt werden, eingesperrt, abgeriegelt werden, ja, da verhungert oder verdursten vielleicht nicht, die haben ja Wasser, aber da verhungert dann auch irgendwann mal der Erste. Also auch solche Sachen, die muss man doch mit thematisieren, da muss man doch dran denken. Lorenz schreibt, natürlich darf man rausgehen. Nee, darf man nicht. Das, was ich gelesen habe, ist, dass diese Bewohner in diesem Hochhaus in Grevenbroich für 2 Tage in ihre Häuser gesperrt sind, bis diese Testergebnisse da sind. Und es sind wohl noch gar nicht alle durchgetestet. So, ich habe noch eine Juna für euch. Die will ich euch nicht vorenthalten. Juni, geht's gut? Schau mal, Mietz. Juna. Ja? Hallo, meine Gute. Die Imperkatorin gibt sich persönlich die Ehre und kommt nochmal her zu uns. Die hat heute, glaube ich, ganz gute Laune. Ich war nämlich heute im Fressnapf und habe eine ganze Tüte Katzenfutter gekauft. Ich habe mir wirklich so eine, ihr kennt ja diese kleinen Papiertüten, die man jetzt überall bekommt als Einkaufstüte. Ich habe mir eine ganze Tüte voll Katzenfutter vollgepackt, denn ihr wisst ja,
Die Imperatorin hat so ein kleines bisschen so ihre Speckphase gerade. Beziehungsweise Madame könnte Gewichtsprobleme bekommen, wenn ich nicht aufpasse. Noch ist sie nicht zu schwer. Sie wiegt 5,5 Kilo. Ich habe sie ja letzten Monat erst beim Tierarzt kontrollieren lassen. Ist kerngesund, glücklicherweise. Aber noch zudem sollte sie nach Möglichkeit nicht. Ist ja auch gerade mal 5 Jahre. Beziehungsweise wird jetzt erst im Mai 5 Jahre. Und deswegen habe ich mit Freunden mich sehr, sehr intensiv vor einigen Tagen über Katzenfutter unterhalten. Wir haben da ganz, ganz viele Artikel gewälzt, was für Inhaltsstoffe gut sind, welche nicht, wie hoch der Fleischgehalt sein muss. Und ich habe jetzt für, oh Gott, fast 40 Euro Katzenfutter für die nächsten Wochen gekauft und teste mich da jetzt einfach durch und gucke, was sie gut annimmt, was sie weniger gut frisst und ob sich da das Gewicht positiv entwickelt. Denn bisher fütter ich Juna eigentlich kreuz und quer. Ich gehe zum Kaufland, nehme ja alles mit, was auf mich irgendwie gut wirkt, wo ich mir vorstellen könnte, das schmeckt ihr. Mal ist es halt irgendwie Whiskas, mal kriegt sie Felix, mal kriegt sie Trockenfutter, habe ich gerade dieses Grave, heißt das für sie, oder Cave, Grave, keine Ahnung. Allerdings macht sie gerade das Nassfutter nicht satt. Also jetzt noch kurz Katzentalk, dann sind wir am Ende. Denn wenn ihr auch Katzen habt, könnt ihr das wahrscheinlich irgendwie nachempfinden. Die hauen dieses Nassfutter weg wie sonst was. Die futtern das aus Spaß, wie ich mir eine Tafel Schokolade reinziehe. Ich habe danach aber immer noch Hunger, die Katze wahrscheinlich genauso. Und jetzt hoffe ich, dass dieses in Anführungszeichen teure Futter, ich habe wirklich viel gekauft, also bin ich auch ein bisschen selber dran schuld, ich hoffe, sie isst das, aber ich hoffe, dass sie von diesem teuren Katzenfutter eher satt wird. Dass sie dann wirklich aufhört, wenn sie voll ist, in Anführungszeichen, dass es nicht rein mampft, nur weil es ihr schmeckt. Ich habe zuckerfreies, getreidefreies und zusatzstofffreies Zeug gekauft, habe mich da wirklich einmal durch das ganze Sortiment probiert. Meine ganze Küche ist jetzt voll Katzenfutter. Aber da besonders in dem Nassfutter, habe ich ja gerade im Chat auch gelesen, was man so im normalen Supermarkt bekommt, unglaublich viele Lockstoffe drin sind und dadurch auch schon mehr gefressen wird, hoffe ich, dass dieses Fressnapf-Spezialfutter dann auch dafür sorgt, dass Madame von weniger Essen satt genug ist und sich nicht den ganzen Tag irgendwie was reinziehen muss. Denn Juna macht das wirklich so, die züchten so einen Beutel Nassfutter mit 100 Gramm rein, steht eine Stunde später wieder neben mir und mauzt, weil sie noch mehr essen will. Also die würde wahrscheinlich 5 oder 6 oder 7 Beutel Nassfutter locker weghauen, aber das geht logischerweise nicht. Jetzt habe ich was mit mindestens 60% Fleischanteil, muss mir die Zusammensetzung nochmal anschauen. Und ich habe es gestern schon gesagt, wäre natürlich gut, wenn Juna raus könnte. Ja, ich wohne aber an der Hauptstraße, beziehungsweise ist nicht weit weg die Hauptstraße mit 8 Spuren, da kann Juna nicht alleine raus. Die bekommt in der Regel 2-mal am Tag Nassfutter und Trockenfutter so ein bisschen zum Knabbern. Und normalerweise funktioniert das auch gewichtstechnisch ganz gut. Momentan aber, ihr seht ja den kleinen Katzenklops. Wie gesagt, zu dick ist sie noch nicht, aber muss auch nicht mehr werden. Meine Gute. So, das war's für heute erstmal. Ihr seht, der Juna geht's ausgezeichnet. Sie hält euch bestimmt auf dem Laufenden, was das Futter angeht. Ich habe ihr vorhin schon das erste gegeben von, ich glaube, Animonda heißt das jetzt für die Katzenfans unter euch. Soll angeblich richtig gut sein. Interessant ist, dass sie es gefuttert hat. Hat ihr auch geschmeckt. Sie hat aber aufgehört beim Essen. Und eventuell isst sie dann später weiter, wenn sie wieder Hunger hat. Also es sieht danach aus, dass sie das nicht wegzischt, einfach weil da irgendwelche Lockmittel drin sind. Aber ich berichte euch und wir sehen uns dann morgen zur gewohnter Zeit wieder. Lasst euch bitte nicht ärgern, verfolgt die Berichterstattung unbedingt. Und ich mache es momentan so, ich mache mir Screenshots für meine Videos. Das heißt, ich kann da auch 2 Monate später nochmal gucken, was wurde denn im März in der Zeitung gemeldet, was wurde im Februar in der Presse vermeldet. Und immer wenn ihr irgendwas entdeckt, wo ihr denkt, hey, das will ich vielleicht nochmal vergleichen mit dem, was in einem halben Jahr ist, dann sichert euch das. Denn ich finde es gerade unglaublich wichtig, dass es nicht in Vergessenheit gerät, was für Widersprüche auftreten. Wie schnell sich da irgendwas um 180 Grad dreht, wie schnell irgendwelche Experten ihre Meinung ändern. Also speichert euch solche Artikel, macht Fotos von, hebt ihr euch irgendwie auf, dass ihr das in Zukunft noch gegenüberstellen könnt. Ich habe fast 5000 Screenshots mittlerweile in meiner Bibliothek hier auf meinem Handy, was aber auch daran liegt, dass ich ja 20 bis 30 pro Video habe. Also das summiert sich natürlich. Naja, lasst euch bitte nicht ärgern und wir sehen uns nachher dann wieder.